Ich fühle mich sehr gut. Einerseits erleichtert, dass 10 Jahre alles doch so gut gelaufen ist, dass wir viele Erfolge feiern konnten und dass wir eine sehr gute Abschlussbilanz heute ziehen können. Zunächst in der neuen Bühne Senftenberg und dann, wie ich hoffe, mit einer riesigen Lichtklangskulptur um den Sedlitzer See. Natürlich ein bisschen angespannt ist man schon. Man hofft, dass nun dieser letzte Schritt auch noch gelingen möge. Und es wäre sehr schade, wenn heute etwas schief geht. Aber ich sehe, dass alles sehr gut vorbereitet ist. Und von daher mischt sich die Aufregung mit Freude auf den heutigen Abend. Die IBA ist zu Ende mit diesem Jahr. Und es wird aber noch 2 Jahre Liquidationszeit geben, wo wir abwickeln können, wo wir aber auch noch dokumentieren können, ein Buch, verschiedene Filme machen wollen und einen Wissensspeicher einrichten wollen hier in Großrheschen am Genius Loci, wo die IBA ihren Sitz hatte. Und dieses Haus, unser Bürohaus, soll dann ein Studierhaus werden, wo Studenten aus aller Welt kommen können, um eben diese IBA nochmal nachzuvollziehen. Ich bleibe hier in Großrheschen, will natürlich sehen, wie sich das Lausitzer Seenland weiterentwickelt. Und meine Kinder haben mir zum 60. Geburtstag schon ein Boot geschenkt. Das will ich ausprobieren. Ich finde das fantastisch. Diese jungen Leute sind, wie man so schön sagt, gut drauf. Die haben auch gut geübt, wie ich gehört habe, für heute Abend. Ich hoffe, Sie haben ein tolles Musikfest und Sie sind für uns eine unheimliche Bereicherung. Ohne Sie wäre zumindest die Klangskulptur um den Sedlitzer See nicht möglich gewesen. Und ich hoffe, dass es ein grandioses Bild gibt und dass man noch lange davon zehren wird. Das Motto ist, wenn wir nicht selber das Licht anmachen, dann wird das Seenland nicht erstrahlen. Also an uns liegt es, wie das Lausitzer Seenland in Zukunft wird. Und ich hoffe, davon bekommen wir heute Abend einen Vorgeschmack.